you remember our plan? Oh, we had a plan. Oh, hey. What plan that we had? Yeah, it's okay. Just for the camera. What was the plan? Tell me the plan. No, tell me what was our plan. It's okay. Now, what was the plan? Now you have to go on stage. Extreme Aufregung oder Nervosität. Hühnerhaut und ein bisschen Freudentränen in den Augen. Claudia Schmid ist seit 20 Jahren Maler Glenns größter Fan. Seit einem Jahr ist sie auch ihre beste Freundin. Wie kommt es, dass ein fast vergessen gegangener Weltstar dank einer Schweizer Konditorin zurück auf die große Bühne fand? Dieser Film erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Claudia Schmid hat vor gut einem Jahr all ihren Mut zusammengenommen, ihren Job gekündigt und ihre eigene kleine Firma gegründet. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Das ist Lieferung der Lieferschein? Ja, gut. Mit ihren Cakes hat sie Erfolg. Der größte Kunde der preisgekrönten Konditorin ist Globus Delikatessen. Steht besonders viel Arbeit an, helfen die Mutter und eine Freundin in der Backstube aus. Claudia ist eine, die anpackt. Mit viel Einsatz hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ihren Keller hat sie eigenhändig in ein Backatelier umgebaut. Mittlerweile backt sie Cakes und Torten für die ganze Schweiz. Doch in Claudias Leben gibt es noch eine zweite große Leidenschaft. In einer Ecke ihrer Backstube steht eine Art Altar für Marla Glenn. Es ist wirklich lange Zeit von meiner Jugend oder späteren Jugend hat es mir fast nur die Musik gegeben. Und auch später ist immer wieder, ich habe wieder mal ein Auge offen gehabt, ob wieder irgendwo an einem Festival, ob sie nicht mehr auftritt. Und bin auch mal auf Deutschland an ein Konzert oder so. Und mal gefällt mir schon sehr die Musik. Doch Claudia ist mehr als bloß ein normaler Fan. Es kommt einem fast so vor, als habe sie ihr Idol Maler Glenn vergöttert. Als ich dann Marla das erste Mal besuchen bei ihr daheim in Köln, bin ich so reingekommen und im Schirmständer war das Holzkreuz. Und dann habe ich mich erinnern, als ich 1996 das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, da war sie mit dem so auf der Schulter, so ist sie einmal auftreten. So ist sie eigentlich so der erste Gang auf die Bühne und dann habe ich sie so gefragt. Ist das das Kreuz, das ich meine? Ist das das, was du früher auf der Bühne hattest? Und danach hat sie gesagt, ja. Hat sie den Schirmstein rausgenommen und gesagt, sie würde es mir schenken. Hat dann da noch, hat sie dann noch gewidmet. Am nächsten Morgen hat sie dann da noch ein bisschen, mit meinem Namen hat sie noch ein bisschen Mühe gehabt, aber das ist jetzt auch besser geworden. Und dann habe ich zudem noch erfahren, dass sie schon mehrere Angebote hatte, um das zu verkaufen. Also viele Leute haben ihr schon Geld zahlen wollen, für das sie jetzt nie hergeben, nie. Und mich haben jetzt schon mehrere Leute gefragt, wie dass ich zu dem gekommen bin, wie viel dass ich gezahlt habe. Und ich habe dann einfach gesagt, ich habe es geschenkt bekommen. Und ja. Marla Glenn, aufgewachsen in einer Künstlerfamilie in Chicago, mit 33 nach Europa gekommen. Eine außergewöhnliche Sängerin mit unverwechselbarer Stimme. Trouble in the world is no time for children and their hearts. Ihr Hit Believer von ihrem Debütalbum wurde Anfang der 90er Jahre zum Welterfolg. Der androgyne Musicstar erhielt dafür 3-mal Gold, 1-mal Platin. Doch der musikalische Erfolg zahlte sich für sie nicht aus. Das Musikbusiness war hart. Jeder wollte an ihr mitverdienen. Sie fühlte sich hintergangen und betrogen. Hello. How you doing? My name is Marla Glenn. I'm from Chicago.
And I would like to tell you some stories about my life. I think I should be sitting in a mansion right now. Ich sollte in einem Palast leben heute. Aber ich habe viele Verträge nie gesehen. Ich weiß nicht, wer all diese Geschäfte abgeschlossen hat. Sie behaupteten, ich sei ein großer Star mit eigenen Rechten. Aber sie haben meine Rechte gestohlen. Übrigens, wenn ich von Rechten spreche, Moment, man nennt das moderne Sklaverei. Ich fühle mich wie eine Sklavin der Neuzeit. Heute lebt Marla Glenn in einer einfachen Wohnung im deutschen Oppenheim. Sie hat all ihr Geld verloren. Sie war ganz unten. Ihnen ging es schlecht damals. Da haben Sie verdammt recht. Ich fühlte mich wieder betrogen, wieder ausgetrickst. Wieder war ich die dumme Marla. When the 6 o'clock news say there are people in the streets with no roof above their heads. Dass sie psychisch angeschlagen war, trug Marla via Facebook in die Welt hinaus. In ihrer Not begann sie mit einer ihr unbekannten Frau in der Schweiz zu chatten. Und das war mein erster am 11. Januar, Eats am Chocolate, nie Marla. Aber auf das, ja, da hat sie dann nicht groß reagiert. Und dann. So. Das ist dann eigentlich meine Frage. Das war am 20. Januar, eben am 6:45 am Abend. What can the fans do for you? Und dann war ihre Antwort, what do my fans want to do for me? Aber hättet ihr schon das Gefühl gehabt, ihr könntet Marla Glenn helfen? Ja, das ist eben. Ich habe im Moment einfach gedacht, nachdem ich die Flut von Meldungen gesehen habe, die schlechter, ich wusste, sie muss doch mal irgendwie den Kopf lüften. Das war eigentlich auch meine Idee gewesen zuerst. Komm da, eben, zuerst haben sie mit Schokoessen probiert. Und nur so als, wirklich als Schnapsidee. Und dann habe ich gedacht, ja, im Januar, bei uns ist es so schön mit Schnee und so. Und dann habe ich gedacht, ja, sie könnte doch mal da hinkommen, 2 Tage Ferien, weil wenn sie jeden Tag an ihrem Laptop oder ich habe nicht gewusst, wie das sie ins Facebook geht, aber wenn sie da jeden Tag drin ist, ich habe gedacht, so etwas mal raus, 2-3 Tage irgendwie verläuft. Das war so meine erste Idee gewesen. Und hat ihr jemals gedacht, dass das wirklich passiert? Nein. Meine erste Reaktion war, okay, da stellt mir wieder jemand eine Falle, der denkt, es sei einfach, an Marla Glenn ranzukommen. Denn schließlich wurde ich schon oft betrogen. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Ich habe sie nicht geändert. Ich habe eine Chance gepackt. Also setzte sich Marla Glenn in den Zug und fuhr in die Schweiz. Nach Affoltern am Albis. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Seems like I can't find the words to tell you. I want you here. Natürlich hatte ich etwas Angst, weil mich all die anderen betrogen hatten. Aber ich dachte, lass es mich jetzt ein letztes Mal versuchen, einen realen Menschen in mein Leben zu lassen, um Freunde zu werden. Es ging nicht um Marla Glenn, sondern um mich als Person, darum, wer ich bin als Mensch. Ich fürchtete, sie könnte mich wie alle anderen nur einladen, um mich zu hintergehen. Viele taten schreckliche Dinge. Was war Ihre Hoffnung? Dass ich endlich eine Freundin finde. Auf der Suche nach einer Freundin reiste Marla damals ins Ungewisse. Heute ist es für sie längst wie ein Nachhausekommen. What's up? Is it a safe trip? Yeah. Cool trip. Let me help you. Claudia und Marla sind zwei sehr unterschiedliche Menschen mit völlig anderen Leben. Und doch fühlt man, dass sich hier zwei gefunden haben. Home, sweet home.
Is my bedroom ready? Of course. Is the door unlocked? Yeah. Okay. Hey, cat. That's a cat. Dieses Mal ist Marla aus einem besonderen Grund zu Claudia gereist. Es ist ein ganz großer Tag für sie. Claudia feiert ihren 38. Geburtstag und das Einjahrjubiläum ihrer Firma. Heute steigt die große Party. Werdet ihr jetzt langsam nervös? Jetzt schon langsam. Wie fühlt sich das an? Ja, jetzt steigt langsam ein bisschen die Spannung. Jetzt habe ich gerade erfahren, dass im Saal alles bereit ist zum Aufbauen. Die Band gerade angekommen ist in der Schweiz. Und ja, jetzt. Jetzt wird es langsam kribbelig. Die Überraschung für die Gäste ist ein Exklusivkonzert von Marla Glenn. Auch für sie ist es kein Auftritt wie jeder andere. It's like es ist fast, als wäre ich ein Teil der Familie. It's almost like being part of a family, you know. Es ist ein familiäres Gefühl, nicht ein Auftrittgefühl. It's a family feeling, you know, not a gig feeling. Die Party steigt im Steakhouse Mettmannstetten. Für Claudia und ihre Firma ein wichtiger Anlass. Denn nicht nur ihre Freunde, auch all ihre Kunden sind eingeladen. Ich freue mich enorm, dass ihr, liebe Gäste, so zahlreich zum Geburtstag von CDG Schmied erschienen seid. Ihr alle habt in irgendeiner Form mitgeholfen, dass ich heute stolz sagen darf, a dream came true. Und darum ist es wirklich mir ein übergroßes Anliegen, euch allen Danke zu sagen. Allen. Seid ihr aber jetzt so stolz auf euch selber, was ihr geleistet habt? Ja. Schon seit ich hier reingekommen bin, glaube ich, ist das ein bisschen der Stolz, der ich hier gedacht habe. And now I am very proud to say, please welcome with me the fantastic Marla Glenn. Auf der Bühne ist Marla Glenn hochprofessionell. In der Freizeit geben sich Marla und Claudia hin und wieder wie Kindsköpfe. Machen ihr immer so verrückte Sachen zusammen? Hey, do you always make crazy things together like this? Ja, also well, no. Nein. Doch, ja, wir spielten Lasertag. Lasertag haben wir schon zwei, drei Mal. Yeah. Und sie hat sich wahnsinnig gewünscht, mal einen Go-Kart fahren. Ich spielte Lasertag und ein Kind hat mich getötet. Andere Frauen gehen zusammen shoppen. Ihr aber macht die verrücktesten. Nun, ich bin keine Frau. No, but we also go shopping. Hoppla, das war ein Fettnapf. Marla selber sieht sich nicht als Frau, eher schon als Mann. Oder als ungeschlechtlich. Darum nennt sie sich selbst auch einfach The Glenn. Fast 20 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Claudia und Marla. Im Alltag jedoch wirkt Claudia wie die ältere der beiden und wie die vernünftigere. This is so cool. Sie sagt, wo es lang geht, sie packt an. Sie steht mit beiden Beinen auf dem Boden und im Leben. So which cheese do you use for fun? Yeah, we ask, they had a bowl and then we ask which one
She has three different. Herrlich. Wir hätten gerne Fondue-Mischung. Rezept? Ja. 600. 600? Ja. Das ist alles. Danke. This is alles. Das ist alles. Grüezi. Maler Glenn wirkt manchmal wie ein großes Kind, das nicht erwachsen werden will. I have this broccoli at home for you. The broccoli? Ah, nein! Yeah. Not the broccoli. No, I like the das ungleiche Duo fällt auf, auch im Einkaufscenter in Affoltern am Albis. No, this green. Ich merke dann einmal plötzlich, ah, oh, da bleibt jemand stehen, da schaut jemand um. Aber es ist sehr angenehm mit der Schweiz, man wird da irgendwie nicht angehauen oder so. Aber ich sehe dann einmal so ein bisschen aus dem Augenwinkel, ah, da ist jetzt jemand, wo jetzt Marla Glenn erkannt hat oder wo vielleicht denkt, ah, die Person kommt mir irgendwie bekannt vor. Und speziell, wenn dann die Stimme dazu kommt, also wenn man dann redet, dann merkt man so, ah, dann ist es vielen Leuten klar, ah, mal, das muss wirklich die Person sein. Look! Wegen dem Wein. Really? Musst du den Ausweis zeigen? Oh, I don't. Ich hoffe nicht. Aber du siehst jung aus. Oh. Ja, ist gut. Yeah, er auch. Ja. Nein, aber das ist so, Entschuldigung, wegen Jugendschutz. Also, Dankeschön. Ist Maler zu Besuch, wird es in der kleinen Küche von Claudia und ihrem Freund Beat eng. Maler soll heute zum ersten Mal im Leben Fondue essen. Ihre Spezialkartoffeln dürfen dabei nicht fehlen. I'm the baker here. Yeah, you are. You know how to open ovens. Auch Kollegin Corinna ist eingeladen. Man spürt, dass innerhalb eines Jahres eine große Vertrautheit gewachsen ist. Eine Freundschaft, die beide verändert hat. So mit der Marla zusammen zu sein oder auch ihr ein bisschen zuhören, was sie alles erlebt hat, das hat mich so ein bisschen offener gemacht. Offener ist schwierig, aber so vielleicht auch ein bisschen gelassener. Also, wenn ich denke, was sie alles schon erlebt hat und immer noch da ist und bin so ein Stehaufmännchen. Ich habe früher noch als Kind die Spielzeuge gehabt, die können drücken und ist alles zusammengefallen und nachher sind sie wieder aufgestanden. So, ja, es macht einem dann wie auch ein bisschen Mut. Und die Probleme, die man dann selber hat, sind eigentlich viel kleiner. Also. Oh no, we make it like this. Potato is running around. Right now. And bread is hanging around. Nimmt Marla Glenn jetzt viel Raum ein in eurem Leben? Hat sich da viel verändert? Ja, also wenn sie da ist, natürlich ganz klar. Also sie ist, ja, fühlt sich wie die Hause und breitet sich aus. Und ja, ist irgendwie wie ein Teil der Familie. Irgendwie wie es, ja. Und das ist für euch okay? Ja, ich denke, ja, es ist ja irgendwo durch begrenzt, sag ich mal. Aber es ist okay, weil es macht Claudia Spass und dann bin ich auch happy. So. Hat sich Claudia verändert? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. So. Ich denke, irgendwo durch ist eine neue Freundschaft entstanden, intensiv. Und dadurch, denke ich, mich hat sie sich schon verändert, ja. Ein bisschen, aber zum Guten. Sie war mir gegenüber skeptisch und ich war ihr gegenüber skeptisch. Aber wir hatten die Verrücktheit und den Mut und das Herz, um es einfach zu tun. Wir entdeckten, dass wir uns darin ähnlich sind. Wir machen es einfach. Die Managerin am Tisch aber ist Claudia. Wer sie kennt, ist nicht überrascht, dass sie auch in Sachen Marla mit anpackt. Die Konditorin ist jetzt Marlas Buchhalterin, um ihre desolaten Finanzen ins Lot und den Musicstar zurück auf die Bühne zu bringen. Das ist mein Marla-Büro. Da drin sind so die Unterlagen. Ist ein bisschen Puff. Ich muss jetzt wieder mal ein bisschen Ordnung machen. Ja, das sind so ein bisschen die Unterlagen, so, wo ich ihr helfe, mit Rechnungen schreiben und ja, das ganze Administrative, halt der Papierkrieg. Das ist nicht gerade so ihre Stärke. Und da kann ich sie gut unterstützen. Das braucht mich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und ja. Also, der unterstützt Marla bei diesen Sachen, die kompliziert und schwierig sind, dass sie vielleicht nicht in der Gefahr läuft, übersorgt zu werden. Das ist ja so. Weil sie weiß, dass ich. Sie vertraut mir. Sie weiß, dass ich da nicht wegnehmen kann. Sie weiß, dass ich selber
eine kleine Firma aufgebaut habe und dass ich weiß, wie die Buchhaltung funktioniert und dass sie mir die Papiere anvertrauen kann und dass das so auch gut kommt. Und genau, und dann mache ich die Abrechnung nach dem Konzert. Ich schaue, dass Musiker ihr Geld bekommen und dass der Bus, das mache ich im Vorfeld, dass der Bus gezahlt wird. Und dann sind alle zufrieden und so kann ihre Existenz nachhaltig erhalten bleiben, dass sie weiterhin Konzerte machen kann. Wie hier in der Mühle Hunziken bei Bern. Der Soundcheck vor dem Konzert. Heute steht Claudia nicht mehr als Fan vor der Bühne, sondern sie gehört Backstage mit zum Team. Während Claudia sich um die Finanzen kümmert, managt Ingo Schöneberg die Tour. Auch er stammt nicht aus dem Musikbusiness. Er führt eine Fahrschule in Oppenheim. Ich habe Maler gesehen vor diesem Jahr, bevor sie Claudia kennengelernt hat. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich eine positive Situation für Maler, weil sie eben hier Vertrauen fassen kann. Und das ist im Moment das Wichtigste, dass man ihr auch dieses Vertrauen entgegenbringt, sodass sie nicht das Gefühl hat, dass irgendetwas hinter ihrem Rücken passiert, was zweifelsohne in der Vergangenheit geschah. Das Konzert ist ausverkauft. In Kürze erscheint eine neue CD. Maler Glenn aus Chicago ist zurück. Dank der Freundschaft und der Hilfe von Claudia Schmid. Ich mag's, wenn Claudia mit dabei ist. Denn dann läuft alles reibungslos. Alles ist klar, wenn sie hier ist. Ich habe mir das gar nie getraut zu träumen. Aber logisch ist es ein Traum, ja. Also. Yeah.